Und für uns berichtet Tamara Anthony aus Hongkong. Frau Anthony, Sie haben gestern selbst Tränengas abbekommen und das mussten wir erleben. Wie ist denn die aktuelle Situation? Hier ist es inzwischen Nachmittag und es ist relativ ruhig. Wir sind hier direkt an der Absperrung zu dem umstrittenen Campus. Es gibt Polizei. Es gibt immer noch viele Ruinen von den vergangenen Tagen, die hier rumliegen. Zerstörte Gläser, zerstörte Straßenabsperrungen, viele Pflastersteine, die auf den Straßen liegen. Und es hängt immer noch sehr, sehr viel Tränengas in der Luft. Man merkt das in den Augen, vor allem merkt man das im Rachen. Überall, was man anfasst, hat noch Tränengas, was man sich dann aus Versehen auch ins Gesicht schmiert. Insofern, die Stadt steht immer noch sehr in dem Schatten von dem, was in den vergangenen Tagen hier passiert ist. Und es ist ja auch noch nicht zu Ende, denn weiterhin, wie im Beitrag gesagt wurde, harren etwa 100 Demonstranten auf dem Campusgelände aus. Sie würden gerne das Campusgelände verlassen. Sie wollen sich aber nicht der Polizei stellen, weil damit bis zu 10 Jahren Haft droht. Niemand darf auf das Gelände, weder unabhängige Beobachter noch Journalisten werden zugelassen. Und eben die Demonstranten kommen nicht runter. Wie weit sind beide Seiten noch bereit zu gehen? Was denken Sie, also die Demonstranten und die Regierung in Hongkong? Das ist schwer einzuschätzen, aber alles, was gesagt wird von beiden Seiten, ist, dass niemand nachgeben wird. Gerade von Seiten der Demonstranten gibt es immer wieder solche Aussagen, dass sie sagen, wir werden bis zum letzten Bluttropfen kämpfen, wir wollen nicht aufgeben. Schwer einzuschätzen. Mein Eindruck ist, dass jeder hier sehr bis zum letzten Blut tatsächlich kämpfen will. Die einen, weil sie müssen, Polizei, die anderen, weil sie wollen, weil sie es als einzige Chance sehen, ihr Fleckenland zu verteidigen. Insofern stehen sich da zwei gegenüber, die nicht aufgeben wollen. Also eine sehr schwierige Situation. Es sind nun erstmals chinesische Soldaten in Hongkongs Straßen gesehen worden. Was hat es denn damit auf sich und wie wahrscheinlich ist es, dass China das Militär tatsächlich irgendwann einsetzen wird, um die Proteste niederzuschlagen? Schon im August wurde ja viel spekuliert, dass ein Einsatz bevorstehen könnte. Damals war es so, dass an der Grenze zu Hongkong, etwa 30 Kilometer von hier entfernt, Panzer zusammengesammelt wurden in Shenzhen. Es gab Bilder, die sehr erschreckend waren und damit eben für viel Aufregung gesorgt hatten. Danach ist aber nichts passiert. Insofern ist schwer einzuschätzen, was jetzt die Soldaten, die am Samstag auf der Straße erschienen, für eine Aussagekraft haben. Die Soldaten am Samstag waren quasi im Zivil gekleidet auf der Straße und sie haben die Pflastersteine weggeräumt. Also es war eine Aufräumaktion. Trotzdem ist davon auszugehen, dass das von ganz oben gesteuert war und nicht eine tatsächlich spontane Aktion war, wie die Soldaten selbst gesagt haben. Sicherlich war die Aussage zum einen von Festlandchina, von der Zentralregierung zu sagen, wir können sehr schnell sehr präsent sein. Und auch die Botschaft, die Festlandchina, die Zentralregierung an die Leute in Festlandchina senden wollte, um zu sagen, wir haben alles im Griff und wir sind diejenigen, die für Ordnung sorgen. Die für Sonntag geplante Kommunalwahl soll ja jetzt eventuell verschoben werden. Wie wahrscheinlich ist das und ja, welche Konsequenzen könnte das haben? Schon seit 2 Monaten, würde ich sagen, wurde darüber spekuliert, dass die Lokalwahlen verschoben werden könnten. Denn hier in der Bevölkerung haben die Demonstranten eine sehr breite Unterstützung und die Regierung von Carrie Lam ist sehr unter Beschuss. Darum ist abzusehen, dass es einen großen Erfolg für das Pro-Demokratie-Lager bei den lokalen Wahlen gibt, auch wenn es bei den Wahlen oder bei den Zuständigkeiten eigentlich nur um wirklich sehr lokale Sachen geht. Aber eben um eine Botschaft zu senden, werden viele wahrscheinlich die Regierung abstrafen wollen und darum bei den Lokalwahlen Pro-Demokratie-Kandidaten wählen.
Insofern wurde schon lange spekuliert, dass, um eine Schlappe zu verhindern, die Regierung vielleicht die Wahlen absagen wird. Diese Spekulationen gibt es weiterhin, aber es gibt wenig, was diese Spekulationen unterstützt, außer dass auch Carrie Lam heute wieder bei einer Pressekonferenz gesagt hat, dass sie nicht ausschließen mag, dass die Wahlen tatsächlich verschoben werden müssen, falls es zu noch weiteren Gewaltausbrüchen kommt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Anthony. Passen Sie gut auf sich auf. Und in unserem Tagesgespräch begrüße ich ganz herzlich den außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, und zwar in Reutlingen. Hallo. Einen schönen guten Morgen aus Reutlingen. Hallo. Ja, Herr Schmid, wie besorgt sind Sie über die aktuelle Situation in Hongkong und wo könnte diese noch hinführen? Was denken Sie? Ich bin äußerst besorgt, denn seit vielen Wochen gibt es diese Demonstrationen, die durch übermäßig harte Polizeigewalt unterdrückt werden. Leider gibt es auch einzelne Demonstranten, die dann selber gewalttätig werden. Und seit vielen Wochen wäre ein friedlicher Dialog zwischen den Hongkong-Behörden und den Demonstranten erforderlich. Leider sind wir in einer Spirale von Gewalt gelandet und deshalb ist es mehr denn je erforderlich, dass die Hongkonger Behörden zu einem friedlichen Dialog mit den Demonstranten kommen. Dass die Demonstranten jetzt auch nicht mehr vor Gewalt zurückschrecken, spielt das der Regierung in Peking nicht total in die Hände, in die Karten? Diese Gefahr besteht in der Tat, dass einzelne gewalttätige Studierende den Regierenden in Peking in die Karten spielen. Man muss einfach festhalten, die weitaus übergroße Zahl der Demonstrantinnen und Demonstranten ist friedlich. Und es war die lokale Behörde in Hongkong, es war der übermäßig harte Polizeieinsatz, der zu dieser Radikalisierung beigetragen hat. Das Vermummungsverbot, das offensichtlich verfassungswidrig ist, hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass die Regierenden in Hongkong auf Mäßigung setzen. Und ein wichtiger Schritt wäre ein friedlicher Abzug der Demonstranten und Studierenden von der Polytechnischen Universität zu gewährleisten. Das wird vermutlich nicht passieren. Was kann, was sollte denn die deutsche Regierung tun, außer einige mahnende Worte zu sprechen in dieser Situation? Ja, seit vielen Wochen weist insbesondere Heiko Maas darauf hin, dass nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme das Recht auf Demonstrationsfreiheit und auf freie Meinungsäußerung in Hongkong umfassend gewährleistet werden muss. Das ist ein wichtiges Versprechen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern Hongkongs gewesen. Und Peking und auch die lokalen Behörden in Hongkong müssen dieses jetzt einlösen. Und was wir brauchen, ist eine friedliche Dialogangebote von Seiten der Hongkonger Behörden. Und vor allem brauchen wir eine unabhängige Aufklärung der Fälle von Polizeigewalt. Das wären wichtige Signale der Entspannung. Das ist das, was wir vom Westen einfordern. Und insbesondere Deutschland hat eine besondere Verantwortung, denn die Beziehungen zwischen China und Deutschland sind seit vielen Jahren immer enger geworden. Deshalb hat unser Wort durchaus Gewicht. Ja, Sie sagen jetzt, was Sie einfordern. Aber mal ganz ehrlich, richtige Druckmittel hat Deutschland oder der Westen auch nicht. Sie sagen, Deutschland hat Gewicht, aber inwieweit kommen wir damit weiter? Ja, wir haben politisches Gewicht, aber in der Tat, wir haben jetzt keinen unmittelbaren Hebel, weil eben das Prinzip ein Land, zwei Systeme gilt. Aber gerade deshalb pochen wir auf die Einhaltung der Freiheiten in Hongkong, denn Hongkong hat nicht zuletzt auch deshalb seinen Wohlstand erlangt, weil es ein Hort der Rechtsstaatlichkeit gewesen ist und bis heute ist. Und das sollte China auch im eigenen Interesse respektieren, denn ohne ein prosperierendes Hongkong leidet auch China und würde auch dieses Prinzip von einem Land, zwei Systeme in Mitleidenschaft gezogen werden. Deshalb haben die Regierenden in Peking hohes Interesse daran, dass dieses Prinzip weiterhin gilt. Jetzt fordern die Aktivisten, Deutschland solle die Handelsbeziehungen mit Hongkong einfrieren. Was sagen Sie denn dazu? Also es gäbe ja Druckmittel.
Nun, leider ist auch der wirtschaftliche Hebel in Bezug auf Hongkong in den letzten Jahren geringer geworden. Anders als vor 30 Jahren hat die chinesische Wirtschaft sich so weit entwickelt, dass sie auch ohne Hongkong den Zugang zu westlichen Märkten, zum Beispiel auch zu westlichen Börsenplätzen, erlangen kann. Deshalb habe ich schon Zweifel daran, ob jetzt wirtschaftlicher Druck tatsächlich kurzfristig den Demonstrierenden wirklich helfen würde. Aber sollte es zu einem Einschreiten der Volksbefreiungsarmee kommen, dann werden sicher Sanktionen auf die Tagesordnung geraten. Der EU ist es ja bislang nicht gelungen, eine gemeinsame Strategie in der China-Politik zu finden. Ist das nicht jetzt noch dringender geworden durch die Situation in Hongkong? Auf alle Fälle. Und es war ein wichtiges Signal, dass die Brüsseler EU-Kommission vor einigen Monaten ein China-Papier vorgelegt hat, wonach auch deutlich benannt worden ist, dass China eben ein politischer Partner, ein ökonomischer Mitbewerber, aber eben auch vor allem ein Systemmitbewerber geworden ist. Denn die chinesischen Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit, Freiheitlichkeit und Marktwirtschaft sind ganz andere als die, wie wir sie in Europa kennen. Und deshalb muss die EU jetzt mit dieser chinesischen Herausforderung auch umgehen und sie deutlich annehmen. Und gerade im Fall Hongkongs wollen wir deshalb für unsere Werte eintreten und dieses auch gegenüber der chinesischen Regierung in Peking deutlich machen. Also mit einer Stimme sprechen. Inwieweit versucht denn China, die Europäer auseinander zu dividieren? Das ist in den letzten Jahren sichtbar geworden. Die Chinesen reden lieber mit einzelnen EU-Mitgliedstaaten als mit der EU insgesamt. Umso wichtiger ist es, dass wir zusammenbleiben, auch wenn es um Menschenrechte geht. Und wenn es um Handelsbeziehungen geht, ist sowieso Brüssel und die EU der Ansprechpartner und nicht ein einzelnes EU-Mitgliedsland. Das haben die Chinesen verstanden und deshalb ist die Rolle der EU gerade im Verhältnis zu China besonders wichtig und wird in Zukunft stark bleiben. Ich bedanke mich ganz herzlich. Nils Schmid, viele Grüße nach Reutlingen. Gerne.